Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sehen hier wieder vier Bilder liegen, dieses Mal von der Firma DIY Digital Art. Ja, um zu schauen, wie kommen die Bilder an? Bisher bin ich da zufrieden. Wir haben hier ein paar kleine Knicke, was durch den Versand passiert manchmal, wenn die in den Tütchen verschicken. Aber nichtsdestotrotz, wir haben gegossenen Kleber und auch damit kommen wir klar. Ich habe zwei kleine Bilder in 30x40 und hier haben wir zwei größere in 40x50. Ich würde sagen, wir starten mit den kleinen und kommen dann zu den größeren. Diesmal habe ich bunt durchgemischt. Ich glaube mit eckig und rund, weil ich sehr, sehr gespannt auf die Qualität war. Wir kommen gleich zu einem Bild, würde ich sagen, mit dem fangen wir direkt an, wo ich ein bisschen was vorhabe. Die einen oder anderen werden das Motiv schon kennen. Und da bin ich gespannt, wie es rauskommt. Und wir schauen einfach mal. Wir haben wieder ein einfaches Toolkit mit grünem Schiff, einfachem Stift und einem Blättchen Wachs, das darf schon mal auf die Seite. Wir haben runde Steine, Acrylsteine in Zipptütchen abgepackt, haben auch wirklich hier alles draufstehen, haben hier die DMC-Nummer, hier die Nummer, welche auf der Legende aufgedruckt ist und haben die Bildnummer mit aufgedruckt. Das heißt, wir können die Steine separat von der Leinwand lagern, je nachdem, was ihr da für ein System habt. Dann haben wir hier das Motiv. Wie gesagt, einige von euch werden es kennen. Gerade aus einem Shop hier in Deutschland. Da ist es deutlich größer. Nicht nur in 30x40. Aber ich wollte einfach mal schauen, wie es in dieser Größe rauskommt. Auf den ersten Blick finde ich es gar nicht so schlecht. Ja. Also es könnte größer sein, das definitiv, aber man kann alles gut erkennen. Und ich würde sagen, wir starten bald ein neues Projekt. Einmal painten wir das, einmal painten wir es in der Größe, die quasi von Diamond Painting Deutschland kommt und machen dann einen Größenvergleich in dem Fall. Ich mag das Motiv total gerne, bin total gespannt, wie die Unterschiede dann auch sind und freue mich drauf. Wir haben 24 Farben, haben wie eben gesehen runde Steine. Von der Legende her sind alles Buchstaben. Legende ist hier einmal rechts unten und links oben. Hier oben haben wir einmal das Vorschaubild, haben wie eben gesehen die Bildnummer, einmal zum separat lagern und die Größe in 30 mal 40. Ihr könnt es hier schon sehen, der Druck sieht sehr, sehr gut aus. Ja, okay, das N hier in dem Bereich ist nicht so scharf. Also vielleicht braucht man hier in dem Fall einen Lightpad. Da muss man aber schauen. Vor allem sind es auch nicht viele, also viele Steine in der Farbe. Also da müsst ihr schauen. Ich selbst painte ja runde Steine generell nur ohne Lightpad, weil ich unheimlich schnell Kopfschmerzen bekomme von diesen Zwischenräumen, die dann offen sind. Die Folie ist in Ordnung. Wir haben gegossenen Kleber. Da haben wir die Klebekraft auch sehr gut. Und hier auch nochmal der Druck auf dem dunklen Bereich. Klar, wir haben den einfachen schwarzen Hintergrund. Das ist aber vollkommen klar gewesen von Anfang an. Mit der 310. Jetzt können wir hier einmal noch schauen. Die 310 haben wir hier. Auch die Steine sehen sehr gut aus. Kann man nichts Negatives sagen. Dann kommen wir, würde ich sagen, direkt zum zweiten kleinen Bild. Mag ich momentan total gerne die Größe von 30 mal 40 für zwischendrin, wenn man mal einfach
Lust auf was Kleines hat. Und hier kommen wir natürlich gleich in eine ganz andere Farbrange und zu einem ganz anderen Thema. Ist das nicht niedlich? Ich weiß, der Winter ist vorbei. Warum bestellt die olle Trulla jetzt ein kleines süßes Rentier? Das ist ein Reh, oder? Einigen wir uns darauf. Es ist ein Reh. Und es ist doch so goldig. Also wirklich richtig, richtig toll. Auch hier wieder ein einfaches Toolkit. Und diesmal sind wir sehr, sehr pastellig. Pastellig und ein bisschen blau, ein bisschen hellblau und rosa. Sehr, sehr, sehr schön. Und auch so ein ganz kräftiges Bordeaux-Rot. Also wirklich toll von den Farben her. Wir haben wieder Acrylsteine, runde Acrylsteine. Dieses Mal in größeren Plastikbeuteln. Völlig in Ordnung. Haben 21 Farben dieses Mal. Auch wieder nur Buchstaben. Der Druck ist bombastisch. Also lässt sich richtig gut erkennen. Haben hier auch wieder die Bildnummer. Das heißt, Steine können wieder separat gelagert werden. Und hier haben wir das Vorschaubild. Guckt es euch an. Also, wenn das nicht einfach zum Verlieben ist. Ich weiß auch nicht. Also ich habe das gesehen und die Frage hat sich gar nicht gestellt, ob es mit darf oder nicht. So, Klebekraft ist auch sehr gut. Die Leinwand glitzert. Das kommt auch noch on top. Also glitzernde Leinwand, diese Farben allein auf der Leinwand, die Farben und die auf den ersten Blick und die Qualität der Steine. Also es ist doch toll. Und wenn die Steine dann noch auf der Leinwand liegen, was will man mehr? Hier seht ihr den Druck. Alles, wie gesagt, sehr, sehr gut zu erkennen. Diesmal würde ich sagen, zu 100% braucht man definitiv kein Lightpad. Genau, hier seht ihr auch nochmal das Gesicht und das Geweih mit der Blume. Es sieht unheimlich schön aus. Normalerweise bin ich ja nicht so, dass ich sage, oh, ist das niedlich und toll und ich hätte gern sowas Süßes. Aber da hat sich die Frage gar nicht gestellt. Das musste mit. So, auch das darf erstmal auf die Seite. Und wir werden ein bisschen bunter. Dieses Mal in der Größe 40x50. Mal gucken, ob ich das mal richtig raus möchte. Ja. Und guckt euch diese Farben an. Wahnsinn. Auch hier haben wir die Bildnummer wieder mit aufgedruckt. Und wer lacht uns jetzt an? Stitch. Ja, ich konnte wieder nicht vorbeigehen. Ich weiß nicht, das wievielte Stitch-Motiv das jetzt ist. Aber der Kerl ist einfach toll. Ich mag ihn. Ich mag dieses kleine Kerlchen. Und es werden wahrscheinlich auch noch ein paar Motive folgen, so wie ich mich kenne. Hier auch wieder ein einfaches Toolkit mit dabei. Wir haben dieses Mal 20 Farben. Knatsch, bunte 20 Farben. In Zip-Tüten abgepackt, wunderbar. Und diesmal haben wir eckige Steine. Ich habe mich komplett verliebt und es musste mit. Auch hier haben wir Acrylsteine. Das sehen wir wieder an dem Punkt hier unten auf der Rückseite. Vielleicht kriege ich euch so nah, dass wir es erkennen können. Genau, Moment. Hier. Hier sehen wir ein kleines Pünktchen oder hier. Aber so von der Qualität, was man auf den ersten Blick sieht, sehe ich keinen großen Ausschuss oder generell erstmal wirklich keinen Ausschuss. Und sie sehen sehr, sehr gut aus. Genau. Also wenn die Qualität stimmt, dürfen es auch gerne Acrylsteine sein. Habe ich gar kein Problem mit. Und dann ist es auch völlig in Ordnung. Was wir hier haben hier ein braunes Steinchen, was gerne
so ein bisschen türkis wäre. Dann haben wir hier auch noch mal welche, aber die lassen sich ja super raussortieren und dann ist das auch gar kein Problem. Und dann kommen wir jetzt zum Motiv und zur Leinwand und zum Druck, würde ich sagen. Gefällt mir wirklich gut. Es ist sehr, sehr bunt. Das Raster ist sehr dezent, was mich freut, weil wenn wir ein bisschen Spiel haben, gerade in einem hellen Bereich, dann scheint das Raster dann doch manchmal durch, wenn die Steine ein bisschen unterschiedlich sind, was dann immer ein bisschen schade ist. Schade, wenn wir dann wirklich so fette, fette, schwarze Linien zwischendrin haben. Klar kann man im Nachhinein auch ausbessern, das ist richtig. Aber warum die Arbeit machen, wenn es denn auch ohne geht? Und ich denke, dass wir hier in dem Bereich sind vom Druck her, wo wir gut ohne Nachbessern rauskommen. Auch wenn die Steine nicht ganz so toll sein sollten, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Folie ist relativ dünn, also die werde ich jetzt hier in dem bei dem Bild wahrscheinlich austauschen. Klebekraft ist sehr, sehr gut, gefällt mir gut. Und er ist ja wirklich goldig, wie er da sein Stofftier hält mit den Palmen und den Blumen im Hintergrund. Es ist einfach super, super niedlich. Genau. Dann nehme ich euch ein bisschen näher ran wieder. Genau, hier könnt ihr den Druck sehen. Und auch das, was ich eben meinte, das Raster für die Steinchen. Was mir hier jetzt auffällt, die Leinwand riecht ein bisschen. Also dieser gegossene Kleber hat manchmal den Nachteil, dass er ein bisschen strenger riecht. Aber dadurch, dass ich hier eh die Folie wahrscheinlich austauschen werde, lasst es einfach ein bisschen draußen liegen, solange das jetzt, ich meine, das ist eine Produktion, dann wurde es eingepackt in diese Plastikfolie. Ich meine, klar, Kleber riecht und deshalb darf es dann ein bisschen ausdünsten und dann funktioniert es im Normalfall auch und man bekommt keine Probleme. Hier sehen wir nochmal das Vorschaubild und auch nochmal den Druck hier, auch im gelben oder in dem roten Bereich zum Beispiel. Alles sehr, sehr klar und deutlich zu erkennen. Auch hier in der Palme. Also wirklich wunderbar, gefällt mir richtig, richtig gut. Und guckt euch dieses Gesicht an. Ist das nicht zum Verlieben einfach nur? Nee, ich weiß, manchmal habe ich so ein bisschen den Knall, gerade wenn es um Stitch geht. Da schaltet mein Kopf aus und alles andere ist vergessen. Und ja, so, das vierte und letzte Motiv, auch in der Größe 40 mal 50. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind das auch eckige Steine. Genau, hier haben wir wieder ein Toolkit, diesmal mit einem größeren Blättchen Wachs. Ansonsten identisch. Und wieder alles verpackt in Zipptüten. Ich liebe es. Das ist wirklich toll. Es macht es einfach leichter beim Abkitten. Man hat alles ordentlich beisammen. Wir haben eckige Steine, wir haben eckige Acrylsteine, sehen wir hier wieder ganz gut. Genau, hier haben wir diese kleinen Pünktchen. Aber auch die sehen sehr, sehr gut aus. Ja, doch, sehr schön, gefällt mir wirklich gut. Und dann kommen wir zum Motiv. Hier müssen wir ein bisschen glatt ziehen. Hier ist das Rastern ein bisschen deutlicher zu erkennen, aber wir haben auch viele, viele helle Töne. Gerade hier, was die hellen Schattierungen angeht, auf dem Gesicht, kommt das Raster dann doch ein bisschen deutlicher raus. Da muss man einfach schauen, wie es dann aussieht, wenn die Steine liegen. Ansonsten kann ich euch auch gerne
wenn man das Raster durchsieht, auch gerne mal ein Video machen. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie man dann quasi dieses durchscheinende Raster verschwinden lassen kann. Mit ein bisschen Arbeit, ein bisschen Geduld und einem kleinen Pinselchen und ein bisschen kann man da ein bisschen zaubern und kann diese Linien dann auch verschwinden lassen wieder. Das Motiv hat mir unheimlich gut gefallen. Ich finde, sie strahlt so eine Ruhe aus und in Kombination mit den Farben ist der Wahnsinn. Wir haben unheimlich viele schöne Blau- und Türkistöne mit drin und haben hier dann aber auch Lila und Rosa. Genau, wir haben 24 Farben, wie wir eben gesehen haben, eckige Steine. Und ich bin wirklich begeistert. Haben eine Größe von 40 mal 50. Bildnummer ist wieder mit aufgedruckt. Haben einmal rechts unten und links oben wieder die Legende. Alles mit Buchstaben. Genau, sind alles Buchstaben. Klebekraft ist auch wieder gut. Die Folie ist diesmal zum Glück ein bisschen dicker wieder. Und hier haben wir den Druck. Jetzt nehme ich euch gleich mal in den Bereich noch mit näher dran, wo ich, was ich eben meinte, mit dem Raster. Moment, genau hier bei dem I. Da haben wir die hellen Steine. Wir können gleich mal schauen. Das ist die 762. Das ist ein Weiß, glaube ich. Genau, dürfte ein Weißton sein. Bisschen dunkler, so ein Eierschalenweiß. Und da kann es dann sein, wenn die Steine ein bisschen unregelmäßiger sind, dass man dieses Raster durchscheinen sieht. Genau. Aber es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Eine bunte, gute Mischung aus Color Blocking und Konfetti. Druck ist überall sehr, sehr gut zu erkennen. Auch die hellen Buchstaben auf dem dunkleren Hintergrund. Also kann man überhaupt nicht meckern. Und hier haben wir das Vorschaubild. Ist sie nicht unheimlich schön? Also, ich bin begeistert. Wie immer zum Schluss alles nochmal auf einen Blick. Diesmal wirklich eine bunte Mischung. Ob von den Farben her, von den Bildern her, vom Stil. Ja, ich weiß auch nicht. Manchmal reizt es mich einfach hier so ein bisschen auch aus meiner Komfortzone zu gehen. Gerade was dieses knatschbunte Stitchbild angeht, bin ich gespannt, wie es aussieht, wenn die Steine liegen. Aber es wird ein Traum werden mit den Farben. Guckt sie euch an. Also es ist genial. Da kriegt man gleich gute Laune, wenn man nur diese Tüte an Steinen sieht. Und dass es dann auch noch eckige Steine sind, bin ich natürlich auch nochmal mega gespannt und begeistert. Diesmal finde ich, ist es eine gute Mischung. Zwei kleine Snackbilder mit runden Steinen, zwei größere mit eckigen. Ich bin sehr, sehr gespannt, freue mich drauf. Firma DIY Digital Art, also finde ich super, finde ich wirklich super. Ich verlinke euch wie immer alles in der Infobox, einfach dass ihr schnelleren Zugriff drauf habt. Schaut gerne vorbei. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich über ein Abo freuen und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video mit dabei seid. Wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und natürlich vergesst wie immer nicht, das Köpfchen zu heben, das Krönchen zu richten und macht euch die Welt ein bisschen bunter.